Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Heute Nacht machen wir ein bisschen Holz. Die Winterarbeiten halt, ne? Andere Arbeiten haben wir aktuell nicht. Bier verkaufen, da müssen wir die Nacht jetzt warten, bis wir ein bisschen produziert wird. Paletten verteilen wollte ich noch nicht, da ich ja noch einmal was bauen möchte, und zwar Schlachthof. Und da ja nun bald die ersten Schweine soweit sind zum Verkauf, das war jetzt ein Abliefern, ne? Dass wir damit Entschuldigung, den Schlachthof, naja, die Anrichtung besuchen können, ja, unsere Schweine veredeln können zu Fleisch und Wurst, denke ich mal. Wir fangen mit den Schweinen an, weil da haben wir aktuell viel im Angebot. Und im Weiteren will ich schauen, ob wir da irgendwann mal Schlachtrinder, also wir haben aktuell die Kälber, drei Stück, ne, vier oder fünf. Nur ist einer davon männlich, das ist ja definitiv ein Schlachttier. Es war auch eine Holsteinkuh männlich, aber das ist ja mal egal, aber Hauptsache wir haben mal ein männliches Tier, das wird er früher oder später zum Schlachten soweit sein. Müsste aber ungefähr noch zwei Jahreszeiten aushalten hier, also zwei Jahre hier im Spiel, das heißt rein rechnerisch halt die drei Tage halt, ne? Pro Jahreszeit, das macht zusammen 12 Tage in Game. Und denk mal, das wird eine Weile dauern halt, ne? Na, willst du nicht? Ein bisschen zurück. Ja, machen wir Bäume nicht so, wie sie wollen, ne? Ich das will. Vor allen Dingen. Ja, bis unser eigener Wald wächst, das dauert nicht immer. Ja, 6 oder 7 Jahre. Ist schon bei Season ziemlich lange. Aber da ich zurzeit mit 3 Tage spiele und ich immer zum Winter höchstens erst wechseln kann. Aber das Jahr relativ schnell über die Runden kriegen, relativ schnell. Aber das ist ja relativ, wenn jetzt die Nächte schneller verlaufen, dann können wir auch entsprechend zeitlich mehr schaffen. Wir werden auch nachher bald auf Stufe 15 und 30 gehen. Aber ich wollte ja ein bisschen Holz machen, ne? Ja, kann man auch morgen machen, ne? Wo so wie gesagt, man schnell laufen, heißt ja mal Tiere versorgen, ne? Also morgen, Tiere noch nicht, aber wir müssen morgen. Naja gut, die Sägewerk steht sowieso. Von daher ist es auch egal, ne? Können wir ja nicht ändern jetzt hier mit Holz. Wo alles verarbeitet wurde. Ja. Halt Sachen dabei, die wir so nicht brauchen, aber ganz gut verkaufen können und damit Geld verdienen, ne? Können, ne? Das war ein großer Baum, der hat mich gefallen, ne? Also gut, ne? Aber gut, das sind halt gesetzte Bäume und sind halt nicht alle ganz groß, sondern auch kleine dabei, mittlere viele. Da müssen wir halt warten, bis wir unsere eigenen kriegen. Deswegen habe ich auch hier gepflanzt, damit wir in Anführungszeichen ja bessere Erträge bekommen. Und das ist dann der Fall, sobald wir das machen, ne? Weil es gewachsen ist, dann haben wir halt nicht so wie ein Schnitt, sondern haben wir halt mindestens 3 oder 4. Klein, da kann man halt nicht 4 Kubikmeter erwarten, ne? Aber zum Anfang ist es besser wie nichts. Wir müssen ja auch den Wald abforsten, damit wir hier wieder entsprechend mal pflanzen können, ne? Denn ich möchte auf dem Feld ja keinen Bäume pflanzen, sondern weiterhin den Wald nutzen, ne? So, gehen wir jetzt auf 15
oder 30, sagen wir so auf 30. Wir haben ja gesagt, dass nachts auf 30 gespielt wird im Dunkel. Und da werden wir sehen, das nach dem BGH bringt an Geld. Kann nicht viel sein. Ich glaube, man könnte sogar Gärreste verkaufen. Wäre eine Option, ne? Dünger verkaufen, das können wir auch noch mal. Ja, mal sehen. Oder zumindest ein Einlager, eine Produktion, weil er läuft, ne? Interne Lager ist auch ziemlich klein, ne? Der haut uns um, der Bursche. Höher. Ja. Genau. Drüber hinweg. Ja, zur Zeit ist ja hier die Krankheit unterwegs, ne? Also. Aber keine Panik, wer nicht gerade unter vielen Menschen ist. Besonders in Regionen ist, wo die viel auftreten. Da wo viele Reisende sind, das Risiko mal ein bisschen größer. Also hier Flughafen und so, das würde ich, wenn es nicht sein muss, vermeiden, weil aus Regionen der Welt, wo so alle anreisen, das weiß man ja nicht. Ob in China oder Iran zum Beispiel, ist ja extrem zurzeit. Ja, das ist schon ein bisschen mehr Risiko bei, obwohl viele Iraner werden nicht reisen. Und aus China wird auch nicht mehr so viel kommen, denke ich mal. Aber halt Südkorea sind noch relativ viele Erkrankte. Obwohl wer gesund ist und wer nicht ja, eine Vorgeschichte hat. Denkt mal, wer eine Grippe übersteht, wird auch den Coronavirus überstehen. Also keine große Panik, nur dran denken, Leute, wenn ihr zu Hause ältere Menschen habt, Großeltern, Eltern, die schon älter sind, da ist das Risiko dann für die nächste Generation halt immer ein bisschen größer, ne? Für sich selber vielleicht nicht, aber für halt, ja, oder Kinder zum Beispiel, Kinder sind auch ein bisschen empfindlich bei sowas. Also da ein bisschen Rücksicht nehmen, dass man da die Verwandtschaft da nicht unnötig in Gefahr bringt. Denn selbst bei der Grippe ist es nicht harmlos. Und bei der neuen Krankheit, wo man im Prinzip die Medizin im Prinzip am Anfang ist, sollte man Vorsicht walten. Na, jetzt stellen sie ja fest, dass plötzlich die Produktion alles in China läuft. Und dass es eigentlich schlecht ist, ne? Ja. Wer maximalen Profit machen will, muss sich nicht wundern, wenn es auch Nachteile gibt. Ne? Das heißt, wenn da mal einer ausfällt, wenn da alle krank sind, dann fallen halt ganze Produktionen aus. Ne? Nur reine Vorsichtsmaßnahme, Quarantäne ist der gleiche Effekt. Ne? Ob man krank wird oder kann man halt nicht produzieren. Ne? Dann fehlen ja massenweise Antibiotika und die berühmten Gesichtsmasken, alles in China hergestellt. Darum, wir werden uns hier alleine herstellen, alles, ne? Wir werden das darauf nicht verlassen. Man kann ja gerne zukaufen, aber wie gesagt, die Masse muss auf jeden Fall produzieren können, ne? So. Mein Monitor wird sicherlich auch unterwegs noch nicht hergestellt sein, ne? Vielleicht. Wenn ich Glück habe, ist der schon irgendwo in ein Schiff drin, ne? Das eh schon transportiert wurde. Ist möglich. Denn sonst wäre ja so eine Lieferung von ein paar Tagen nicht möglich gewesen, ne? Also. Aber gut. Da heißt es Geduld haben. Und da geht weiter leben, ne? Auch ohne Monitor. Ich habe die Neko nicht aktiviert, das heißt, wir müssen Holz durchziehen. Wie gesagt, die Nacht wollen wir Holz machen. Und morgen früh werden wir sehen, dass wir da anfangen. Einmal Dünger verkaufen, zum Beispiel. Einmal Holz zum Sägewerk bringen. Bierverkauf zum Beispiel. Und dann, wenn wir das Geld zusammen haben, den Schlachthof schon mal einplanen, gucken, wo er hinpasst und möglichst nicht zu weit weg vom, ja, naja, gut,
irgendwo in der Nähe der vorhandenen Produktion, sag mal so, ne? Diese kleinen Industriepark. Was wir da haben schon. Verpackung haben wir da. Pellets. Sägewerk. Das werden wir halt ausreizen in die Ecke da oben. Oder irgendwo war ein Schlachthof gewesen, da wollte irgendwo mal. Das war vorgesehen. Das war auch da auch in der Nähe. Dann könnte man das da auch hinbauen, mal sehen. Ich glaube, das war irgendwo. Mal ganz kurz gucken. Eine Karte. Wenn hier alles täuscht. Molkerei. Ich glaube, hier oben irgendwo. Bahnhof. Hier ist der Shop. Da ist der Bäcke. Das könnte da gewesen sein. Muss ich aber jetzt. Beziehungsweise ich will nicht. Ich will nicht lügen. Oder es könnte auch hier gewesen sein. Hier ist Sägewerk. Hier ist Kraftwerk. Das könnte auch sein. Da geht's nicht. Aber irgendwo. Besuchen. Gut, im Dunkeln ein bisschen doof. Also, man sieht ja so wenig, ne? Bisschen gar nichts. Gut, da hat jetzt keinen großen Sinn. Hier ist sogar eine Mauer, ne? Komm hier raus, raus. Naja. Weiß nicht genau, ob es hier oben geht. Na, da geht's nicht, da ist schon was. Na, hier ist irgendwas. Also hier können wir nichts machen. Oder hier ist. Na, hier ist auch kein Platz. So, hier ist Natur und Wald. Ne, da ist es auch nicht. Irgendwo was gewesen. Da vielleicht. Das heißt, kurz baden gehen und dann geht's rüber, ne? Hier war eine freie Fläche. Hier ist auch frei. Wenn das passen würde, können wir es hier machen. Werden wir probieren, an der Ecke jedenfalls hier oben. Wenn nicht geht, gehen wir halt hierher, ne? Also hier in der Ecke hier. Da oben ist noch Platz. Würde ich machen. Also Not hier, Feld 28 kann man noch kaufen hier, also Wiese. Dort nicht allzu groß, das geht. Ne? Und da könnte man machen. Aber wir müssen mal Geld haben, ne? Das ist das Hauptproblem. Das heißt, wir müssen erstmal morgen früh kräftig fahren und verkaufen, ne? Aber das sollte nicht das Problem sein. Wir haben einen LKW. Die Fahrzeuge sind gewaschen und gewartet soweit. Die Masse jedenfalls und sind gut gerüstet vom Winter. Vielleicht kaufen wir noch in die Ölmühle, damit wir diese herstellen können. Wir haben noch Hanf, Raps im Lager. Schauen wir. Wenn man das Geld dafür reicht, können wir eine Produktion bauen. Und wenn wir eine Produktion haben, dann können wir unsere Sachen ja im Prinzip veredeln. Ne? Genau gleich mit Mist und mit Gärreste. Ne? Da können wir alles mit Dings produzieren. Feld. Der Timer läuft auch. Ja, nachts ist mal blöd, ne? Aber gut. Auch die Zeit im Winter geht vorbei. Im Sommer haben wir noch viel mehr Zeit. Tagsüber im Hellen. Auch wird die Jahreszeit verschieben auf 3 Tage. Dann sparen wir uns im Prinzip 3 Nächte ein pro Jahreszeit. Denn mit 6 Tagen, weiß ich nicht, würden wir hier nicht klarkommen, weil wir einfach keine Beschäftigung hätten, beziehungsweise nur Holz, wieder Holz, ne, das ist auch nicht so gut. Ein bisschen Abwechslung ist gut, sage ich mal, deswegen ist es in 3 Tagen gut geschafft. Wir haben auch noch einen Tag im Winter und da kommt der Frühling. Frühling, denke ich mal, wird noch nicht so weit sein, was wir dort machen können, aber wir können schon mal, sobald Plusgrade sind und der Boden nicht mehr kein Frost hat, dann könnten wir schon mal flügen.
und die Aussaat vorbereiten, Maschinen hinbringen und alles. Das ist alles dann alles im Rahmen des Möglichen. Vorweiter ist Salamite. Ich habe jetzt eine neue Kursversion, die sogar geht. Die 0601-000-391. Also die habe ich neu. Ob die gut ist, wird sie dann zeigen, ne? bei der Aussaat und beim Flügen. Ich überlege mir auch, ob ich da einen richtigen Flug kaufe. Oder einen tiefen Grupperer. Weil ein Grupperer, das ist mir irgendwie so unrealistisch. Nur kurz überlagen würde ich auch sehen, dass die unsere Seemaschinen, die Multifrucht sind, entweder, ich weiß nicht, ob die noch mit normaler Geschwindigkeit gibt, oder ich muss da sehen, dass ich da was anderes finde, wo man sagen kann, das ist jetzt hier die Geschwindigkeit Standard, also die 18 km/h und nicht die 24, das ist persönlich mir zu schnell. Das ist ja im Grunde wie Cheaten in Anführungszeichen, ne? Und das ist mir dann persönlich nix. Das verdirbt mir den Spielspaß. Denn wenn es so einfach gehen würde mit dem Geld verdienen, ist ja auch nicht lustig in Anführungszeichen. Ich habe bald Geld geben, ne? Also Geld machen wir noch mit. Das machen wir noch mit, die Runde. Oder wir machen die morgen früh zur nächsten Runde mit. Wir machen die morgen früh mit, da machen wir kurz auf Pause. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke schön, ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Es hat mich gefreut. Und sag mal Tschüss und Winke Winke, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.